Hi. Hallo. 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 Willkommen fängt in Tramponia. Willkommen professionell auf. Trampobol, bitte. Trampobol? Was? Trampobol. Kobold Great Again finde ich am besten. Oh. Das hält er sich wieder für toll, weißt du? Ja. Voll der eingebildete Lulatsch. Ganz ehrlich, wer unser Let's Play guckt, ne, der guckt das nicht, weil wir gut sind. Gut, dass er jetzt wasted. Wasted, genau. Oh. Ah, ja, du bist gleich wasted, da kommen nämlich Piraten. Oh, ich hab meinen Planet wieder oben, jetzt reicht's hier. Genug Amateurgehabe. Wird Zeit, profimäßig zu spielen. Ja. Was? Du, was? Ja, ich weiß, ich sag sowas, aber... Oh, Utopia ist gerade am Leuchten. Nicht genug Kohle, ey. Das halte ich für utopisch. Das muss so. Oh, ich bekomme hier einfach nichts an Ressourcen rein. Ach, du auch nicht? Nee. Komm sicher, in der Gemeinschaft. Haben wir sicher, dass du umgestellt hattest? Auf ja. Das dauert halt eine Weile. Von jetzt auf gleich kommt da nix. Das dauert seine Zeit. Ja, also ich denke mal, in der Folge ist schon wieder die Folge, also das Match wieder vorbei. Gleich kriegt der Saiyan Piraten ab und stirbt. Ja. Dann hat sich das wieder. Dann hat sich das wieder. Komisch, bei mir ist es Xane. Ich weiß, ja, genau. Ja. Hast du gerade auf mich gesetzt? Nein. Nein. Du hast nämlich Piratenangriff abbekommen, das ist das Schwert da. Und nachdem Piratenangreifen sitzt nämlich keiner mehr. Also musst du es gewesen sein oder Paddy? Nein. Ach, Saiyan setzt Kopfgeld auf mich aus, ey. Nein, ich würde sowas nie tun, Zahne. Nein. Basti, Alter. Nein. Wenn ich dich gleich wieder angreife, weißt du warum, ey. Oh Gott, ey. Hallo und herzlich willkommen im Kindergarten. Das ist der dritte Aufnahmeversuch. Eigentlich wollten wir Minecraft zocken. Ja. Was? 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 Stimmt nicht mit dir. Was? Genau, geh zurück nach Trampoball. Ja, bin ich doch schon. Ja, dann laber mich nicht blöd von der Seite an. Warum sagst du sowas? Laber mich nicht an. Warum sagst du sowas nur? Weil du Trump-Anhänger bist. Nein. Das ist Republikaner. Gut, dass der Rote will auch noch mitmachen bei dir sein. Das Karma kommt. Aber du Kopfgeld auf mich gesetzt hast. Siehst du, der Karma nein, kommt rein. Das Karma kommt. Oh ja, doch. Ins Gesicht. Das Karma kommt. Ja. Und das Zahne kommt es ihm ins Gesicht. Was? Oh nein. Da kommt immer mehr Rote, immer mehr. My pleasure. Keine Panik, Piraten sind auch Rote unterwegs. Mach dir da keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, da kommt noch mehr für dich. Keine Sorge. Ja gut. Tu ich mal so, als müsste ich mich also nicht... Du hast den Mond, ja. Ja, wenn die denn mal in der Mondnähe sind. Die fokussen auch bestimmt nicht an Flaggschiff gerade. Nee. Bestimmt nicht. Geht in die Salve hin. Das Kopfgeld auf Zahn hat sich erhöht, was? Was? Nein, niemand hat ein Kopfgeld Auftrag auf mich ausgesetzt. Was? Paddy? Saiyan. Paddy? Er setzt ja extra sein Geld auch noch auf mich aus. Dann ernst jetzt? Saiyan. Ob das was bringen würde. Warum hast du auf Paddy auf Xane erhöht? Nee, hat er nicht. Hast du das gemacht? Hä? Du hast doch gerade gesagt, wurde er erhöht. Ja, weil das jedem angezeigt wird, wenn du das Nein, machst. Nein, das wurde nicht erhöht. Das Kopf ist gleich geblieben, aber jemand hat einen Auftrag auf mich aufgesetzt. Achso, bei uns stand das gerade ganz kurz, warte. Und ich glaube nicht, dass die KI das macht. Also, denke ich mal, dass liebe Saiyan wieder irgendwas... Nein! Seine Finger im Spiel hat. Mit seinen Finger. Oh, guck mal, die Piraten sind bei dir. Viel Spaß mit der Untertasse! Die ballert da schon fröhlich rum bei dir. Sollte mal. Allied Bird is under siege, sagt er mir. Sahne, wir müssen helfen. Kannst du knicken? Die soll mal ruhig kommen. Ich hab meinen Mond. Ich hocke meine Bonker. Nein, ich hocke meinen Mond. Berlin. Er hockt in seinem Mond. Ich hocke meinen Mond. Condition 1 is set. All decks report ready for action, sir. Ich muss erstmal die Ressourcen Beute erhöhen bei mir. Research project complete. Komm in Reichweite jetzt. Warum wollte ich auch gerade hin?
Fast gewastet. Nach Utopia wollte ich auch hin. Das ist schön für dich. Ist schön, dass der Stern einfach direkt auf meinen Mond fliegt. Du hast schon vier. Ne, nicht vier, aber. Da bin ich drauf. Ja, gut, ich auch. Ja. Also, halt die Backen. Aber das ist wahrscheinlich schon erforscht, oder? Ozean. So, nur noch 390 Punkte, 273. Ja, ja. Ne, ich noch nicht. Aber ich habe mir zwei Schritte aufgestiegen. Dann lass uns einfach zusammenarbeiten und gemeinsam Planeten spielen. Ja, das kann man machen. Kannst du sicher in der Mitte gleich nichts mehr machen, muss mit euch außen hingehen, also von daher. Ja, nice. Dann kannst du mir mal helfen. Ja. Ich gehe gerade erstmal auf Ressourcengewinnung. Bisschen Forschung machen. Wie viele Piraten bei ihm da hinten hängen, Alter? Ja, der hat halt Spaß. Die sind gleich. Vielleicht waren das mal Piraten. Dann waren das gleich mal Piraten. Hast du Staub? Ruhe vor dem Sturm. Wo ist denn dieser scheiß Caviar, ey? Unglaublich lang. Was für ein Caviar? Westen Capital geht da gleich drauf. Meins. Ja, dann. Sein Hauptcaviar, geht da drauf. Das war ein Das, was ich predicted habe. Versuche ich, aber das ist halt so lahmarschig. So richtig lahmarschig. Was ist es? Darf ich bitte nochmal wiederholen? Lahmarschig. Achso, okay, jetzt wo du es sagst. Oh, du hast überlebt, wa? Ja. Man sollte jetzt vielleicht mal eine Reparaturwerft bauen oder sowas. Nee, hab ich den Mond schon drauf gesetzt. Ah, okay. Das ist überbewertet, Paddy. Okay. Der macht das schon. Okay. Der macht das schon. Ich bin Anfänger, ich weiß. Der Mond, der macht das. Was dieses Artefakt jetzt macht, frage ich mich, ne? Dieses fremden Artefakt. Aegidis oder was? Oder wie das hieß? Ja, der Zahn hat so einen fremden Artefakt bei sich. Ja, die machen immer irgendwelche komischen Fähigkeiten, zum Beispiel Sachen in die Nähe schützen oder so ein Kack oder so. Ah, okay. Sachen in den Sofaritzen verschwinden lassen. Ja, das sind die bösesten Artefakte überhaupt. Wenn die Fernbedienung in der Ritze verschwindet. Ja. Hülle 4, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 8. Nova Battlestar. Welches ist denn theoretisch der beste Battlestar von Schaden als auch Panzerung? Titan. Danke, Xane. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Unnötig. Ja, das war sehr unnötig. Was denn? Ich hab gedacht, du wolltest wissen, was das stärkste Schiff ist. Also nein, Battlestar, der extra gesagt. Ist ein Battlestar, oder? Der Titan ist auch ein Battlestar. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht aus. Ja, klar. Ja, okay. Ja, was soll das? Okay! Jetzt kommst du mit mir mit und hilfst mir, Sahne. Ja. Aber ich muss gerade aufpassen, weil eigentlich ist ja ein Auftrag für Piraten auf mich gesetzt. Also müssten gleich Piratenschiffe noch kommen bei mir hier. Eigentlich, theoretisch gesehen. Frag mich nur, wann die kommen. Ja, bisher sehe ich nichts. Ja, ich auch nicht, aber ich habe nur gehört, dass ein Auftrag auf mich ausgesetzt wurde. Komm, 250 Kristall, jetzt mach hinne. Wann die kommen, wurde mir nicht gesagt. Hat man vergessen zu erwähnen, wa? Ja. Mach das schon mal die Eiskolonisierung, dann weißt du schon mal, wo wir hinspringen gleich, nach Lotharos. Ach, da ganz oben, okay. Ja, ich kann ja sonst nirgends mehr was einnehmen hier. Ja, war wieder recht. Ach, du bist ja gerade, die Jäger sind gerade am Stern zerstören. Ja, dann, du hast doch Schiffe bei mir stehen da, ne? Deine Sentinel-Gunships und sowas zur Info. Ja, ja. Ah ne, das sind auch deine ganzen große. Ja, dann lass uns schon mal zu dir springen, dann scheiß drauf. Okay, spring schon mal zu mir. Spring auch schon mal zu Eden, Gürtel. Unterwegs, okay. Ach, willst du von Aldaios nach oben springen und nicht von hinten meinem Planeten Ithaka? Weiß ich nicht, es sind doch zu Ihnenfelder dazwischen, also. Obwohl, ja, das sind auch Gegner, ne? Ja, lass mal Ithaka springen. Ja. Über Ithaka. Ithaka. Würde vielleicht mein Flaggschiff zu Hause lassen, oder? Das überlege ich auch die ganze Zeit, aber. Ich schick mal zum Hyperplane-Zeug. Da ist ein Kolonieschiff. Ein Sucheräder. Also ein feindliches Kolonieschiff ist da. Ich habe gerade das Artefakt eingenommen und das ist. Weg. Verschwunden. Klingt artefaktisch. Irgendwie. Merkwürdig. Seltsam. Ja, das ist seltsam.
Man munkelt, man munkelt. Man schamunkelt, Dann Ernst, Schiffe, euer Ernst jetzt? Was denn? Was machen die? Hey, sind wir weggesprungen? Die wollen zur Heimatwelt jumpen. Frag nicht. Es ist merkwürdig. Die wollen irgendwie dem anderen, meinem Hauptschiff. Mach mal kurz so ein Kolonieschiff von dem Gegner weg. Der will nämlich die Asteroiden hier sich snacken. So, neuer Kampfstern. Na ja, neuer Kampfstern. Combat dwell. Nee, falscher Kampfstern. Hör auf mit dem Scheiß. Combat dwell. So, gar nicht versuchen einzunehmen hier. Nee, das war er nicht. Telefon, die war es auch nicht, dann war das die da oben. Zack, weg ist er. Ja. Oh Gott, ich weiß, was die Artefakte machen, Alter. Was machen die denn? Die kann man, die tun, einmal ein Schiff verbessern. Ah. Der Artefakt hat sich auf meinen Carrier gelegt. Der hat 20% Waffenaufladung und 20% Waffenreichweite. Der 25%. Von Reichweite. Und sicher nicht schlechtes. Ja. Ja, dann tue ich jetzt einfach. Das ist aber mein Capital, glaube ich, zu Hause, oder? Ja, safe ist safe. So, jetzt komme ich wieder, Paddy. Oh, bei dir sind rote. Oh. Bei dir ist der rote, Paddy, ne? Sehe ich gerade. Aber nur mal so am Rande. So erwähnt. Oh nein, die springen schon. Moment mal, wo will der denn hinfliegen überhaupt? Will er zu mir? Ja, ich glaube, der will zu dir. Ja. Dann bleibe ich doch hier jetzt, oder was? Das ist kompliziert mit dem. Ein bisschen utopisch, findet ihr nicht? Ja, stimmt. So, stimmt. Man merkt, wir sind konzentrierter, wir werden stiller, ne? Immer keine Trumputin-Witze mehr, wir nennen keine Planeten in Genitalien um. Trumputin ist auch gut. Tut sich gegenseitig abschlachten. Das ist das Beste daran. Ihr schlachtet euch nicht mehr gegenseitig ab. Naja, ist ja nicht gegenseitig gewesen. Ich bin beim Militär auf Platz 1. War nur einseitig. Wie immer einseitig, mein Freund. Militär Platz 1, Diplomatie Platz 1. Okay. Diplomatie. Aha. Im Militär bin ich auch 1. Hast du also vorhin einen Auftrag auf mich abgesetzt, mein Freund? Diplomatie? Was? Was würde Cyan doch niemals tun? Nee, nein, bestimmt nicht. Nee. Planetary Project complete. So, jetzt kannst du herkommen, Zahne. Ich bin auch hier. Ist dem so. Naja. Die sind aber bei mir reingejumpt. Planetary Project complete. Ach, die sind bei dir. Was? Ja, ja, die wollten zu mir. Die sind rüber geflogen und dann sind wir rüber gejumpt. Lol. Schweine. Jetzt jumpen die immer das hin. Jetzt jumpen die. Weiß ich nicht, wohin. Gut, jetzt komme ich doch zu dir. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich. Ja, genau. Ich komme halt doch zu dir. Ich bin mir nicht mehr sicher, was hier abgeht, aber. Wird schon seine Richtigkeit haben. Warum geht's nicht? Geht nicht darum zu wissen, was hier abgeht. Nee, nee. Nö. Das ist überbewertet. Das braucht keiner wissen. Crystal for the project. Not enough crystal for the project. So, jetzt kann ich eigentlich die richtigen Sachen bauen. Ja. Nein! Oh, da bist du jetzt, Anne. Hallo! Hey! Bin gerade schon am Kämpfen hier. Ja, ich misch mal ein bisschen mit da, ne? Ja, ist klar. Ja, misch mal ein bisschen das Mittag. Ja. Das Mischpult. Ja. Mischpult. Oh, wir haben 17:01, wir haben gerade Enterprise-Zeit. Was? NCC 1701G. Ah, ja, Paddy. Ja. Es holt also. Wir spielen schon Battlestar, er holt trotzdem wieder Star Trek raus. Echt mal, ne? Immer. Er geht es nicht. Euch wird mich immer begleiten. Das ist schwierig, also. Research Project complete. Sogar ich höre meinen Kater im Hintergrund schon heulen. Weil Paddy jetzt wieder rausgebracht hat. Was? Ja. Pirate Raiders are on the loose. Ja, dann geh mal von hier aus, jetzt reicht's mir. Ja, Hause Paddy, ich geh wieder. Was, ja, warum? Piraten kommen. Oh. Wo hab ich dich eigentlich, Zahne? Weiß ich auch nicht genau, sag du mir das bitte.
Kannst du mitkommen? Nein, du bist nutzlos. Was? Ja, der hängt immer noch auf seinem Heimatplaneten rum. Ja, okay, ein Nein, und Trumpo Boy. Sonst. Welcher braucht Kronen denn eigentlich? Was für eine Erforschung? Eiskolonisation. Warten wir den Quatsch. Allied ships have made contact with enemy forces. Ihr beide seid anstrengend. Warum ich jetzt schon wieder? Ja, warum Xane schon wieder? Was hat er dir getan? Das ist Xane. Ah, Paddy, weißt du? Er ist einfach Xane. Aha, das ist eine gute Begründung. Okay, das sehe ich ein. Das siehst du. Condition 1 ist set. All decks report ready for action, sir. Dann frag mich doch nicht immer, warum Xane schon wieder. Doch. Nein. Denn warum Xane? Warum? Als wenn dich das jetzt jucken würde. Du bist so scheinheilig, der Mission auf Xane aussetzt. Aber Paddy. Nee, nicht Paddy. Aber Paddy. Ich fang mal ein paar abzufangen hier, ne? Das ist lieb von dir. Das ist einer, der was macht. Ich springe aber einfach weiter, die Säcke. Die jucken, die interessieren sich nicht für mich. Oh doch, ich habe eins zerstört. Geil. Order batteries Alpha through Echo to switch the salvo fire. Spitter Base Star. Und ich fange den Orangen in der Zeit ein bisschen ab, ne? Okay. Der wollte mich hinterher kommen. Kommt da auch irgendein großer Stern oder? Bestimmt, wa? Research Project complete. Order batteries Alpha through Echo. To switch the salvo fire. Ja, Orangener. War wohl nix, wa? Oh, da kommt direkt mit dem nächsten Schiff, alles klar. Sagt's mir nix. War wohl nix. Combat well. An allied world is under siege. Allied ships have made contact with enemy forces. Jetzt will er's aber wissen hier. Combat well. Combat well. So, volle Konzentration hier gerade. Nicht nur bei dir. Was ist denn da jetzt halt bei mir drin, ey? Eupraten sind bei Utopia. Ach, da ist wieder so ein Kämpfsternchen. Dein Flex da steckt gerade ein, ne? Xane. Was? Meine? Ich hab. Doch, der ist bei Utopia. Mein Hauptschiff habe ich so hinten in der Basis. Ja, mein steht auch am Planeten. Hier steht Pegasus Flex da. Ja, der heißt so. Okay. Nee, Columbia. Aber Pegasus Klasse Flex da, ja. Das weiß ich scheiß so, aber. Der ist nicht mein Flaggschiff, weil. Weiß ich nicht. So, Xane, kommen wir jetzt los? Nein, ich bin die Piraten noch hier am Bekämpfen. Wie lange brauchst du denn für die Piraten? Jeden voll viel. Das sind voll viele, sagt er. Ja. Und die machen voll viel Damage hier. Ja, das große Schiff hat sogar schon Upgrade behalten, hier ein Level up. Junge. Braucht man Raumstation? Wo ist die Forschung dafür? Versuche ich auch die ganze Zeit rauszufinden. Ach, da ist, oh Gott. Du musst das eine Schiff erforschen, diesen Constructor. Ja, ich muss dafür eine Forschungsstation haben, die ich nicht habe. That's a problem, I know. Du hast keine Forschungsstation, okay. Keinen Platz mehr für eine Forschungsstation gehabt. So. Jetzt kann ich die erforschen. Und mit wem baut man die? Ach, mit dem Gamma. Mit dem Heavy Constructor, da genau. Friendly contacts have arrived. Allied ships have made contact with enemy forces. Ah. Ist so, als hätte ich nur noch ein Kapitel gleich hier stehen und alle die kleinen Schiffe sind alle verloren. Was trotzdem noch mehr als ich, also von daher. Nein! Schon wieder not enough Crystal! Mev. Buddy, warum? Warum nicht?
Komm, Zahn, du schaffst das. Ja, ich bin dabei. Räum's auf, ne? Ich kann meinen Posten leider nicht verlassen, sonst versucht er hinterher zu springen hier. Da kommt hier im Laufenband mit Schiffen rein. Das ist ein sprunghafter Charakter. Ja, ja. An allied world is under siege. An allied world is under siege. Was, wo? Keine Ahnung. Utopia. Immer noch. Ah, immer noch, okay. Wieso Utopia? Immer ist unter Belagerung. Ja, ist halt so ein Knotenpunkt, ne? Was ist los mit Utopia? Was stellst du Fragen, Paddy? Die stellt man nicht. Da, also, was? Wissen wir auch nicht Bescheid. Die stellt man nicht. Die stellt man nicht. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Sind wir bei 20 Minuten? Ach, je. Hey, je. Ich würde dann sagen, wir sehen uns am nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao, ciao.